Für die, die sagen, ja, guck mal, wir machen Dua und da passiert nichts. Allah Azza wa Jal prüft. Dein Dua wird erhört. Aber das heißt ja nicht, dass der Plan Allahs dann nicht mehr durchgesetzt wird. Aber wenn du Dua machst, weil einige sind müde geworden vom Dua, nach 2, 3 Monaten jetzt, ja, ja Rabbi Raza, Punkt. Nicht so wie am Anfang, ja, tagtäglich. Und so. Dein Dua wird diesem einen Kind helfen, dieser einen Frau helfen. Das ist genau, dein Dua musst du dir vorstellen, genauso wie ein Hilfspaket. Ist jetzt kein ganzer Konvoi, dein Dua. Aber es ist eine Packung Milch. Ist doch auch gut, oder nicht? Es ist eine Flasche Wasser. Die wird einem helfen. Gibt es irgendjemanden, der sagt, guck mal, ich spende jetzt nicht diese Flasche Wasser. Warum? Ja, die brauchen doch 50.000 Flaschen Wasser. Ist das logisch? Das macht doch keinen Sinn. Dann spende du eine Flasche, er eine Flasche. Er ein bisschen Milch, der andere ein bisschen Mehl, der andere ein bisschen und so. Du machst Dua, er macht Dua. Und Allah ist derjenige, der dein Paket versendet dorthin. Das bedeutet, das Haus wurde zertrümmert, aber er durch dein Dua wird Festigkeit finden. Du sagst, ja Rabbi, festige unsere Geschwister in Gaza. Da ist ein Mahmud, oder eine, zum Beispiel Sumayya, vielleicht heißt sie Sumayya, möge Allah alle bewahren. Und Allah festigt sie jetzt. Warum? Weil du Dua gemacht hast. Ja, was mit den anderen 2 Millionen? Ja, wo sind die anderen Muslime? Jeder soll mal mitmachen. Jeder soll spenden, sein Dua spenden. Wir dürfen nicht so materialistisch denken. Entweder ich habe ein Kilo Reis geschickt oder ich kann nicht helfen. Nein, nein. Dein Dua wird ein Kilo Reis aus der Türkei dorthin bringen. Du bist hier, aber der Kilo Reis wird einfach überführt dann zu denen zum Beispiel. Warum? Weil du Dua gemacht hast. Lass die Logistik, lass es Allah. Überlasse es Allah. Denn du weißt nicht, wie das funktioniert. Aber unterlasse nicht Dua. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah ihnen Standhaftigkeit gibt, dass Allah ihnen sie versorgt, dass Allah ihnen zu trinken gibt, dass Allah ihre Schmerzen lindert, dass Allah sie heilt. Wer heilt denn bitte schön? Es ist Allah subhanahu wa ta'ala. Also mach Dua.